Stell dir vor, du nimmst deine Kamera und jedes Foto, das du machst, wird ein großartiges Bild, ein großartiges Ergebnis. Wäre das nicht cool? Nun ist es soweit. Wir geben Ende des Monats, am 28. April in Hamburg, unseren Workshop Meister deine Kamera, wo es darum geht, die Einstellung in deiner Kamera so zu meistern, dass du, was immer du fotografierst, ob es Architektur ist, Landschaften, Street Photography, People, Porträts, Menschen, was auch immer du fotografierst, dass du großartige Bildergebnisse hinbekommst, direkt in der Kamera, ohne jegliche Bildbearbeitung. Das lernst du in dem Workshop am Sonntag, dem 28. April ab 12 Uhr in Hamburg. Alle Infos packe ich in die Beschreibung, was es kostet und wer teilnehmen kann. Ich habe über die Jahre immer wieder Leute gesehen, die viel teureres Equipment dabei haben als ich, aber die das Bildergebnis nicht so hinbekommen. Und den Leuten möchte ich helfen. Wenn du das Gefühl hast, Mensch, die Bilder in der Kamera sehen nicht so ultra geil aus, wie sie vielleicht aussehen können, dann habe ich die Lösung für dich. Ich zeige dir nach über 2 Millionen Bildern mit der Canon 6D-Serie, was ich gelernt habe. Und ich mache es auf eine Art und Weise, wie es vermutlich noch nie jemand gemacht hat. Ich bin der Lehrer, der Mentor, der Coach, der das Fotografieren erklärt und auch fotografiert. Aber gleichzeitig bin ich auch das Model. Also ich stehe vor der Kamera. Warum? So kann ich am besten erklären, wie Licht funktioniert. Und ich zeige dir mal hier ein paar Bilder, die ich alle auf eine sehr simple Art und Weise gemacht habe. Ich habe ein Stativ genommen und meine Canon 6D Mark II draufgepackt. Und all die Bilder, die du siehst, sind so gemacht. Zum Beispiel ich als Fotograf, das heißt, ich nehme mir irgendeine Analogkamera in die Hand, zum Beispiel so eine hier, und fotografiere mich als Fotograf. Und ich mache das selber mit Fernauslöser vom Stativ. Da ist niemand sonst dabei. Oder anderer Charakter. Ich mache auch Musik. Die Bilder sehen viel ernster aus. Habe ich teilweise auch hier in dem Raum viel fotografiert. Sei es mit E-Gitarre oder mit Akustikgitarre oder mit Bass oder was auch immer. Also ich zeige mal hier ein paar Bilder, die ich alle gemacht habe. Und auf diese Art und Weise werde ich den Kurs machen. Das heißt, wir treffen uns in einem Café. Ich erkläre dir, wie ich bei jedem Shooting vorgehe. Und es ist egal, was du für eine Kamera mitbringst. Eine Fuji, eine Nikon, eine Sony, eine Leica, eine Hasselblad, eine Phase One, eine Ricoh, eine Canon. Was auch immer du mitbringst, diese ganzen Kameras, die ich gerade genannt habe, die funktionieren alle gleich von den Kameraeinstellungen her. Und wenn du sie einmal gemeistert hast, was du an diesem Tag lernen wirst, dann brauchst du im Grunde nie wieder dir eine neue Kamera zu holen. Und ich nutze die 6D Mark II jetzt seit vielen Jahren. Die ist bei über 900.000 Auslösungen. Die andere, die filmt, ist bei 600.000 und die dritte ist auch bei 200.000. Also ich möchte dir das schöne Gefühl geben, zu wissen, dass du, wann immer du fotografierst, du großartige Bilder hinkriegen kannst. Und was wir machen ist, wir gehen nach Hamburg, treffen uns im Café und ich erkläre dir die Geheimnisse der Kameraeinstellung. Dann gehen wir raus und ich fotografiere mich selber mit Stativ und Fernauslöser und erkläre dir ganz genau, warum ich das mache oder das nicht mache. Warum ist das Gesicht nicht Richtung Kamera direkt, sondern schräg, leicht schräg? Warum? Weil hier das Licht ist. Gesicht immer Richtung Lichtquelle. Einfache Regel, großartige Wirkung. Und ich zeige dir dann nach den Shootings, du siehst die Bilder alle unbearbeitet aus der Kamera und ich zeige dir, wie du die Einstellung bei dir selber machen kannst, sodass du im Grunde die gleichen Bildergebnisse hinbekommst, vom Look her, in deiner Kamera, egal welches Modell du hast. Und dann gehen wir wieder ins Café und machen Bildbearbeitung, sodass die Bilder genauso aussehen wie hier, die ich hier eingeblendet habe. Entweder ich als Fotograf am Lächeln mit Kamera oder ich als Musiker mit sehr intensivem Look, mit Sonnenbrille auf und Lederjacke. Du wirst einen großartigen Tag haben und du wirst ganz viel über Fotografie lernen. Du wirst selber fotografieren. Du wirst als Bonus auch noch mitkriegen, wie man großartige Selbstporträts macht, wenn du sagst, du möchtest auch mal Bilder von dir haben. Und wir werden einen großartigen Tag zusammen haben. Du kannst mich alles fragen, was du möchtest. Ich bin ein offenes Buch und ich werde alles dafür tun, dass du richtig viel mitnimmst von dem Tag. Ich will, dass du am Ende sagst, unter irgendeinem Video von mir, Janis, das war so geil der Tag, würde ich immer wieder machen.
Das ist mein Anspruch an den Tag. Das ist, was ich dir mitgeben möchte. Und wenn ich das hinkriege, habe ich auch einen großartigen Tag. Und wir haben alle eine Win-Win-Win-Situation. Ich habe eine tolle Zeit, du hast eine tolle Zeit und wir haben die Fotografie zusammen gefeiert. Was gibt es Schöneres? Ich freue mich, dich in Hamburg zu sehen.